sie dem Aufruf gefolgt sind und heute Abend bereit sind, sich dem Podium zu widmen und ja, die Kontroverse, hoffentlich Diskussion, den Argument zu hören von Befürwortern und Gegnern von dieser Initiative. Ich möchte ganz kurz schnell einleitend sagen, wer das heute Abend einlädt, weil also das bekannt ist. Es ist der Wirtschaftsverband von der Stadt Luzern, vertreten durch den Präsidenten Alexander González. Grüezi miteinander. Und die Zeitvereinigung Luzern, vertreten durch mich, André Bachmann, aktuell Präsident an der Interim. Warum haben wir eingeladen? Es ist für uns wichtig, dass die Diskussion von der Inselinitiative nicht nur einfach entlang von parteipolitischen Gräben geführt wird, sondern dass das auch aus der Optik von der wirtschaftlichen Bedürfnisse in der Stadt Luzern betrachtet wird und dass wir unsere Argumente auch öffentlich einbringen können. Um was geht es in der Inselinitiative jetzt mal rein räumlich? Es geht einmal um die Abstimmung von der Juso-Initiative. Lebendiges Inseli statt Bleiblawinen, so ist sie formuliert. Wenn wir den Raum anschauen, dann hier oben drauf, es geht um die Grünzone zwischen Inselstrasse, die hier vorgelagert ist, zum Seebecken. Inseli, die früher ja tatsächlich mal ein Inseli war. Wir haben gerade vorher mit dem Stadtrat über das geredet. Fröschenburg hat das Gebiet hier auch mal einmal geheissen von längerer Zeit. Das findet heute auf dem Inseli statt. Also es ist ein Ort, wo sich Familien treffen, wo gespielt wird. Es ist ein Ort, wo Konzerte betreibt werden bei der Eröffnung von Es ist ein Ort, wo Konzerte übertragen werden. Es ist ein Ort, wo man sich verweilen kann, ein lauschiges Plätzchen. Es hat tolle Buvette hier. Ein Platz, wo man in der warmen Jahreszeit sich sehr gerne aufhalten. Und zwar denken alle Leute, jung und alt, es ist ein Treffpunkt in der Stadt Luzern. Das findet heute bereits auf dem Inseli statt. Weiter findet das auch auf dem Inseli statt. Es ist ein Infrastrukturpunkt von der Stadt Luzern. Es ist natürlich in erster Linie eine wichtige Infrastruktur für das KKL und für das SGV. Da kommen Gäste an, die nachher weiterreisen oder die hier eine Veranstaltung besuchen. Es ist aber auch ein Raum, der bei Grossveranstaltungen in der Stadt Luzern Sammeltransport ankommt. Das ist das Bild unten rechts. Also das sind grosse Veranstaltungen. Ich erinnere mich da beispielsweise an das Jodlerfest oder andere Sachen. Oder in ein paar Jahren dürfen wir Gast, Host-City sein von der Universade, von den Studenten, die den Europaplatz werden nutzen für ihre Rangverkündigung. Es ist ein ÖV-Punkt, es ist ein Fixbus-Anlaufstelle, also wir werden heute schon ÖV-Verbindungen darauf abgewickelt. Und es ist natürlich auch ein Ausgangspunkt für Garreisen, für Fernreisen, für x Leute aus der Umgebung, aber selbstverständlich auch für Gäste, die Luzern besuchen. Weiter findet auf dem Platz schon seit langem Mess statt, zusammen mit dem Luna Park. Da habe ich auch einen Anlass, wo gross und klein kommt, schon seit jeher, wo doch nach der Mess in Basel die erfolgreichste Veranstaltung ist von der Schaustelle mit rund 350'000 Besucherinnen und Besuchern. Das findet auch statt und dass das stattfinden kann, braucht es eben einen festen Untergrund. Und ich bin einfach mal schnell auf die Almend rausgegangen, weil vielleicht ist das heute Abend auch noch ein Thema. Wenn wir von Schotterplatz reden, ich sage nicht, dass es das so wird aussehen. Ich bin einfach auf die Almend gegangen, bin schauen. Dort draussen findet auf einem festen Untergrund ja auch so ein Luna-Park statt, wie der aussieht, dass der solche Lasten auch mal tragen mag, dass das kann stattfinden. Das sind die Punkte, die heute auf dem Inseli erfolgreich durchgeführt werden. Heute Abend das Podium bestreitet der Linus Petermann, er ist Präsident von der Juso. Er vertritt die Initianten, die das Anliegen eingebracht haben, erfolgreich die Unterschriften gesammelt haben, dass wir heute darüber abstimmen. Es ist heute anwesend unser Stadtrat, der Adrian Borgula. Guten Abend. Ich schätze das sehr, als der
Stadtrat David da ist, Fraktionssitzung und noch x andere Podien, als du auch in dieser Einladung auf Abend gefolgt bist und die Seite vom Stadtrat heute trittst. Wir haben eine Kontraseite, die ist vertreten von der, durch Stefan Schultes, Direktor von der SGV AG und durch mich, habe ich bereits vorgestellt. Jetzt werde ich aber nicht länger werden. Das Wort hat jetzt Robert Knobel von der Luzerner Zeitung. Er führt heute Abend durch das Podium. Würden wir uns noch kurz einrichten und dann legen wir los. Circa eine Stunde Diskussion. Anschließend sind Sie herzlich eingeladen, Ihre Fragen direkt zu stellen. Herzlichen Dank schon jetzt fürs Kommen. Willkommen auch von meiner Seite hier auf dem Schiff. Wir reden heute über das Inseli, wir haben es gehört, genauer über die Inseli-Initiative von der JUSO. Sie alle haben in der letzten Woche wahrscheinlich schon sehr viel gehört, gelesen darüber, vielleicht haben Sie auch selber im privaten Kreis darüber diskutiert, was wir jetzt eben heute Abend auch werden machen. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, möchte ich gerne noch kurz den Initiativtext vorlesen. Das ist nämlich ganz kurz und bündig. Ich zitiere: Der Garparkplatz Inseli G wird aufgehoben zugunsten einer Erweiterung der dort bestehenden Grünfläche. Habe ich es richtig zitiert? Ja. Gut. Also, damit hätte ich das Wort am Initiant Linus Petermann von der JUSO geben. Was bezwecken Sie mit dieser Initiative und warum zu Inseli? Guten Abend. Ja, wir haben es vorhin wieder Bilder gesehen. Das Insel ist mittlerweile ein Begegnungsort, ein Treffpunkt, wo man kann ein Bier nehmen kann, wo man kann auf den Spielplatz gehen kann. Das war nicht immer so gewesen. Das Insel hat sich von einem verkommenen Park zu einem durchaus geschätzten Platz für Treffpunkte entwickelt. Und das alles an bester Lage. Wir sehen hier den See. Luzern lebt vom See. Das Inseli gehört zu Luzern, ist identitätsstiftend für viele Leute. Das alles aber beleidigt von einem Drittel von Gar. Und das stört uns, das wollen wir ändern. Wir wollen eine lebendige Stadt. Und eine lebendige Stadt zeigt sich der Freiräume und Grünräume aus. Und das ist das Inseli mitunter der wichtigste. Und das möchten wir fördern und das Potenzial nutzen, das unter dem Asphalt liegt. Ja. Adrian Borgula, der Stadtrat, unterstützt die Initiative. Das ist insofern ein bisschen überraschend, als er nämlich ganz am Anfang dagegen war. Und zwar mit folgendem Grund. Er hat gesagt, wenn man die annimmt, dann verhindert das Zahl modular. Und heute ist die Situation anders. Der Stadtrat ist für die Initiative. Was hat zum Umdenken, zu dem Meinungsumschwung geführt? Ja, wie Sie schon gesagt haben, Herr Knobel, der Stadtrat hat die Option Inseli als Standort für Zahlmodulabel im Auge gehabt, hat Standort evaluiert. Wir sind überzeugt gewesen, dass das ein gutes Projekt wäre. Wir haben gewusst, dass das ein schwieriges Projekt wird und haben das versucht zu fördern. Dann ist aber jetzt das Projekt gescheitert. Das heisst, es ist eine frische Ausgangslage. Das heisst, der Stadtrat hat sich dann überlegt, was machen wir mit dem Inseli, beziehungsweise wie reagieren wir auf das Anliegen. Und da ist im Stadtrat ganz wichtig zu sehen, wir haben ja einen Planungskredit für das ganze linke Seeufer. Wir haben eine Motion, die wir zur Umsetzung haben. Das heisst, die Entwicklung des ganzen linken Seeufer. Und auf der anderen Seite, ein wichtiger Punkt ist, dass wir eine Stadt haben, die sich verdichtet,
auch richtigerweise sich verdichten, die auch wirtschaftlich und auch von den Arbeitsplätzen und von den Wohnplätzen sich erfolgreich verdichten, gerade im Zentrum auch. Aber wenn man verdichten, um nicht Landschaften zu verbrauchen und kaputt zu machen, dann muss man eigentlich hochqualitative Freiräume offen halten. Und da haben wir in der Stadt Luzern schon noch nicht zu viel. Und wenn es immer mehr Leute gibt, die sich treffen, hat der Stadtrat gesagt, es ist schade, die Fläche vorwiegend für die Zwischenparkierung von Garen, also die meisten Garen, die dort sind, mit leer an, parkiert, gehen leer fort. Das ist eine Nutzung, die an dieser zentralen Lage nicht Priorität hat. Und wir haben gesehen, dass wir im Zug von der Entwicklung vom linken Seeufer da die Priorität setzen, ganz eindeutig beim Inseli als Treffpunkt, als Erholungsort. Und zwar für die Einheimischen, wie auch für Touristinnen und Touristen. Es gibt ja nicht nur die mit dem Car anreisen. In dem Sinn, sehen wir eigentlich alle Inseln für alle, wenn es auf der Gegnerseite eigentlich steht. Wir sind auch davon ausgegangen, dass man eine Garparkierung lösen kann. Das sind wir bei den Saalmodulabeln schon gewesen. Und die Messe bleibt sowieso auf dem Inseln. Das haben wir auch bei den Saalmodulabeln gemacht. Jetzt haben wir sogar noch bessere Möglichkeiten, die Messe auf dem Inseln zu halten. Ja, das Thema Messe werden wir vielleicht später nochmal darauf zurückkommen. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Stefan Schultes. Die SGV war eine der ersten, die sich schon sehr früh eigentlich ganz klar gegen die Initiative ausgesprochen haben. Nämlich, wie wir gesagt haben, wir brauchen die Parkplätze am Insel. Wie können Sie uns mal sagen, so Grössenordnung, wie viele Schiffspassagiere kommen denn mit dem Car und steigen da aus? Ja, gerne. Also guten Abend eigentlich von meiner Seite. Bevor ich da die Zahlen nenne, möchte ich gerne sagen, ich rede heute nicht nur für die SGV, sondern für den Tourismus. Der Tourismus funktioniert nämlich nur dann, wenn die verschiedenen Leistungspartner Hand in Hand arbeiten. Ein kleines Beispiel, wenn wir weniger Leute auf dem Schiff haben, weil es eben schwieriger ist oder die Cargos gar nicht mehr kommen und dann weniger bis auf Vitznau oder auf Alt nach Staat fahren, dann hat dann eben am Schluss auch die Rigibahn oder die Pilatusbahn weniger Gäste. Wegen dem ist zum Beispiel auch die Rigibahn, die Pilatusbahn und selbstverständlich auch Luzern Tourismus gegen die Initiative. Aber auch ein lokales Gewerbe in der Stadt leidet natürlich darunter, wenn es weniger Leute hat bei der SGV, die zu uns kommen und dann vielleicht vorher oder nachher sofort eben in die Stadt gehen. Im Tourismus sind die Rahmenbedingungen ganz, ganz wichtig. Eine gute Erreichbarkeit ist eine solche Rahmenbedingung. Und es ist ja nicht so, dass die Rahmenbedingungen im Tourismus extrem einfach wären. Denken wir an eine höhere Franken. Und da wäre es relativ gefährlich, um eben unsere guten Rahmenbedingungen freiwillig, sage ich, zu verschlechtern. Und jetzt zu der Frage und zu den Zahlen, die Sie von mir gewünscht haben. Ja, wir haben sofort erkannt, wo sich die Initiative gezeigt hat, dass die zum Thema wird, dass das für die SGV und für den Tourismus ein Problem wird. Wir haben pro Jahr etwa 10'000 Gruppen, die zu uns kommen. Circa 30 Personen. Es gibt irgendwo 300'000 Gäste. Glücklicherweise sind 2/3 von diesen Gruppen kommen nicht mit dem Gas, sondern mit dem ÖV, mit der SBB. Aber es bleibt halt gleich noch 1/3. Es sind gleich etwa 100'000. Und wenn jeder hier 30 Franken Umsatz macht, dann reden wir am Schluss von 3 Millionen Franken Umsatz. Die SGV hat zuletzt schon irgendwo 2 Millionen Franken Gewinn gemacht. Wenn wir plötzlich auf 3 Millionen Umsatz verzichten, kann man relativ schnell ausrechnen, jeder hier im Saal, wo wir dann nachher mit dem Resultat sind. Fazit, das ist für die SGV, für den Tourismus, ein grosses Problem, wenn wir auf die Gäste müssten verzichten. Gemäss dem Plan vom Stadtrat sollen zwar die Parkplätze am Inseli aufgehoben werden, aber er wird auch ein paar neue Parkplätze wieder schaffen in dieser Gegend. Und zwar einerseits am Inseli gehen, also da entlang von der Straße, quasi neben den Parkplätzen, aber auch da gerade da vorne vor dem Café Lutz. Das wäre eigentlich sogar noch näher bei der Schiffstation. Das müsste ja eigentlich positiv sein für das SGV. Gut, zuerst schauen wir jetzt mal auf die Initiative. Die will ja, dass tatsächlich die 32 Parkplätze und Anhalteplätze, die es heute gibt, dass die sollen verschwinden. Und ich erinnere gerne an eine Studie, die der Stadtrat gemacht hat. Dort drinnen steht, es fehlen schon heute 50 Parkplätze. Also Ihre Frage, ob wir glücklich sein können, wenn wir jetzt noch einmal 32 Parkplätze aufheben und dafür vielleicht ein paar Anhalteplätze bekommen,
die kann ich klar mit Nein beantworten. Erstens, weil die Anhalteplätze nicht garantiert sind. Und zweitens, weil die relativ praxisfremd und gefährlich sind. Die wären dann plus minus in der Strasse, also man müsste dann, die Leute müssen dann mehr oder weniger auf die Strasse aussteigen. Das gilt sowohl beim Beispiel hier beim Inseli hinten, wie auch die beim Bahnhof vorne. Und der Stadtrat hat uns tatsächlich eine Antwort geschrieben, aber relativ im Konditionell. Ich habe das noch einmal angeschaut und es war auch in der Interpellation auf eine Anfrage von der FDP, wo es geheißen hat, er könnte sich grundsätzlich vorstellen, entlang der Straße, also relativ unsicher. Und weiter, ich zitiere noch einmal, es sei denkbar, dass in Zukunft auch die zwei Anhalteplätze direkt bei der Schiffanlegestelle vermehrt von der SGV benutzt werden könnten. Heute wird das von der VWL und zum Teil vom Postauto. Das sind Abstellplätze. Also aus Abstellplätzen Anhalteplätze machen, wo man dann entweder aufs Trottoir, auf die Strasse raus ein- und aussteigt, das finde ich noch relativ schwierig. Wegen dem genügen gut gemeinte Absichten, sage ich, gut gemeinte Absichten genügen uns nicht. Wir müssen eigentlich konkrete Lösungen haben. Danke, Herr Schultes. André Bachmann, Sie vertreten ja das Gewerbe von der Innenstadt hier bei uns. Was sind Ihre Befürchtungen, wenn die Initiativen angenommen werden und die Parkplätze verschwinden? Gut, im Moment haben wir einfach einen unglaublichen Druck auf den Detailhandel. Der ist nicht einmal jetzt durch die Initiativen entstanden. Das sind Prozesse, die global passieren, wo die Unternehmungen unglaublich gefordert sind. Ich sage hier nur ein Stichwort Digitalisierung. Da sind wir alle Detailhändler gefordert und wir tun hier in einem Bereich Rahmenbedingungen verändern, ohne dass wir auch nur einen Ansatz von einer Lösung haben, die verlässlich ist. Wir haben das vorhin konkret gehört, wie das der Herr Schultes ausgeführt hat, das haben wir für andere Bereiche auch. Wenn der Stadtrat der B&A formuliert, steht immer meistens auf der ersten Seite an mit der Einbettung von dem B&A, sei es mit den Leitbildern, mit den Strategien. Und ich erinnere da einfach an zwei Strategien. Die Mobilitätsstrategie, die heisst, Luzern ist für alle sicher und gut erreichbar. Wir streichen hier einen Teil raus. Und bei der Wirtschaft, wenn man die Gesamtplanung anschaut vom Stadtrat, kommt ihr ja selber auch zum Schluss, wo sagt, eine Neuansiedlung ist unglaublich schwierig, Bestandespflege ist das A und so. Und auch das ist einfach mit dieser Initiative, mit der Zustimmung nicht gesichert. Da gehen wir Risiken ein. Da sage ich nochmal, wir gehen Risiken ein, ohne dass es verbindliche Lösungen gibt, wo man wirklich sagt, in welche Richtung könnte es denn gehen. Und wir verwehren uns nicht gegen Veränderungen in dieser Stadt, weiss Gott nicht. Aber es braucht Verbindlichkeit, es braucht Planungssicherheit, sonst gefährden wir Arbeitsplätze und das wollen wir nicht. Merci. Adrian Borgula, Stefan Schultes hat eindrückliche Zahlen genannt von Leuten oder Passagieren, die hier ein- und aussteigen im Inseli. Der Stadtrat hat ja selber auch untersuchen lassen, wie die einzelnen Garparkplätze genutzt werden und von wem sie genutzt werden. Und da sind ja auch zum Inseli, können Sie uns da vielleicht etwas sagen, was man da herausgefunden hat? Zuerst noch vielleicht zu den Zahlen, die sind jetzt in der ersten Wochenfrist markant gewachsen. Du sagst also, ein Drittel von euren Einstieg kommt aus Busreisen. Ich habe gesagt, von den Busreisen sind ein Drittel mit dem, oder ich sage jetzt, ein Drittel von der Gruppenreisen sind Bus und zwei Drittel von der Gruppe sind, wir haben 2,5 Millionen Passagiere und 100'000 kommen mit dem Bus. Wir haben die Frage natürlich auch gestellt. Wir sind dort gehört, 3-5% der Passagiere, die hier abfahren, kommen aus Busreisen. Und das ist etwa ein Drittel von allen Passagieren, die zusteigen auf die SGV. Es ist am Schluss dann nicht ein Drittel von allen, sondern es ist dann vielleicht ein Prozent. Aber wir wollen das Prozent einhalten. Und darum sage ich mir ja euch, wir sind bereit und das ist ja klar deklariert, dass wir die Anhalteplätze weiter aufrechterhalten wollen. Wir haben ja im Garparkierungskonzept haben wir gute Studien dazu gemacht, kommen wir gerade auf die Frage zurück, haben wir gesehen, dass wir genug Anhalteplätze haben in der Stadt Luzern, dass wir aber in der Spitze, vor allem in der Spitzenabdeckung, zu wenig Zwischenparkierungsparkplätze haben. Das Inseli sind 6 Anhalteplätze und 22
grosse Parkplätze für Gar und 4 für Kleinbus. Das ist die Ausgangslage. Die 6 Anhalteplätze die können wir sicherstellen auf dem Inselig. Die trottoirseitigen Einstieg, das haben wir die ganze Zeit gehabt, als wir Schwanenplatzregime da vorne abgewickelt haben. Das ist problemlos gegangen. Für Ein- und Ausstieg geht das garantiert. Die Studie hat gezeigt, dass, was ganz wichtig ist, also 66%, wir haben eine Studie gemacht, eine Woche lang in der Hochsaison, im Juli, haben wir 3200 Zu- und Wegfahrten registriert, das analysiert über einen Wochenverlauf. Man hat 800 Chauffeure befragt, nach Herkunft, Ziel, nach Aufenthalt, man hat geschaut, wie lange die bleiben. 66% kommen leer aufs Inseli, gehen leer wieder, das reine Zwischenparkierung. Dann gibt es ungefähr 12% und 11%, die entweder Ein- und Auslad machen und in der Zwischenzeit warten. Das sind etwa rund 10%, die nur die Anhaltefunktion benutzen, also einsteigen lassen, aussteigen, in einem relativ schnellen Turnus. Also das zeigt, wir haben sehr viel Zwischenparkierung auf dem Platz und nicht im Wesentlichen Anhalteplatz. Und die Studie belegt auch, dass wir in der Innenstadt genug Anhalteplätze haben. Wir haben jetzt auch als kurzfristige Massnahmen aus dem Garparkierungskonzept, die wir formuliert haben, haben wir ja noch zusätzliche Anhalteplätze geschaffen, zentral im Kasernenplatz. Wir haben ja auch und in der Interesse der Wirtschaft und vom Tourismus entgegengekommen, versucht, die Situation am Schwanenplatz zu entspannen, indem wir von mir aus gesehen tragfähige Kompromisslösung mit dem Regime Neuen Platz und Schwanenplatz haben. Das ist nicht besonders schön, dass der Schwanenplatz beleidigt durch Garparkieren. Aber der Stadtrat ist klar der Ansicht, das ist wirtschaftlich wichtig, das ist wirtschaftlich notwendig. Wir kommen so in der Wirtschaft und im Tourismus entgegen. Aber für die Zwischenparkierung, wo es jetzt wirklich nachweislich ist, ist es doch relativ wenig. Eine letzte Zahl. 94% sind Touristenbusse, 5% sind Ausflugsbusse und 1% sind so Fernbusse. Das ist in dieser Woche. Im Spitzenjahr übrigens 2015. Das war gerade ein sehr stark benutztes Jahr. Ich finde das fast fahrlässig, Adrian, wenn du sagst, das ist problemlos machbar, so ein Regime, dass wir Touristen können die einsteigen in den Trottoir entlang. Du weißt auch, was das für Massnahmen gebraucht hat. Wir haben den Lotsendienst gehabt vom Schwanenplatz mit Begleitung. Wir haben Bodenmarkierungen gemacht. Die fremdsprachige Gruppe hat man geführt mit den Guides. Wir haben da vorne Verkehrsservice gehabt, der das hat müssen regeln. Und das hat man nur gemacht mit der Übergangsfinanzierung für eine kurze Zeit von diesen Baumassnahmen. Nebendran. Also einfach so hinzustehen und zu sagen, ist problemlos möglich. Es ist nicht problemlos möglich, es ist extrem aufwendig, es ist nicht gesichert. Und du verweisest auf das Garparkierungskonzept, wo du von Massnahmen redest. Wir haben aber bei dem B&A bereits Massnahmen drin, die gestrichen sind. Also die Parkplätze, die du jetzt rausgestrichen hast, wo wir gesagt haben, die müssen tatsächlich nicht da vorne sein. Die sind wieder gestrichen worden in eurer Strategie. Also die sind wieder auf der Seite unsicher zuzuschreiben, wie man Schultest. Und ich bin gerade fertig und gebe das Wort weiter. Ich habe vom Stadtrat einen Gegenvorschlag erwartet, wo er die Probleme, wo Leute, die in dieser Stadt Arbeitsplätze anbieten, die hier zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen, ernst mit einbezogen werden, da gibt es einen Gegenvorschlag. Und danach würden wir heute Abend auch die Diskussion anders führen. Heute stimmen wir über eine Juso-Initiative ab und wir hätten, könnten, würden, wir hätten das vorher gehört und das geht nicht. Das ist eine Frage, ist ein Gegenvorschlag das Thema im Stadtrat? Das nennen wir im Stadtratsgeheimnis. Ja, was es vorher so tönt, wie die SGV einfach so locker auf 3 Millionen Franken Umsatz könnte verzichten. Also so gross sind wir denn noch nicht, dass wir das einfach so könnten. Ist nicht hinter dem Komma. Und einfach noch eins, die SGV-Gruppe irgendwo hat 600 Mitarbeiter, wir zahlen jeden Monat 2 bis 3 Millionen Franken Löhne. Also wir können nicht einfach so, das geht um Arbeitsplätze, und wir können doch nicht einfach auf 3 Millionen Franken Umsatz verzichten und meinen, der Tag geht normal weiter. Und wir können auch nicht einfach nur mit Ideen arbeiten.
ich brauche konkrete Lösungen. Ich kann nicht einfach eventuell meine Löhne zahlen oder eben auch nicht. Da müsst ihr schon entgegnen. Also der andere hat gesagt, fahrlässig, wenn ich behaupte, es hat funktioniert. Ich habe nur gesagt, das Einsteigen auf der Trottoirseite hat da vorne funktioniert. Und das ist auch für Ein- und Ausstieg durchaus möglich. Ich habe nicht gesagt, es gäbe in Zukunft dann da hinten eher weniger. Das hat man übrigens auch untersucht. Die Europäer sind eher bereit, aufs Insel zu laufen und da einzusteigen. Die asiatischen Touristinnen und Touristen, das haben wir dort herausgefunden. Zweiter Punkt, der Stefan Schulte hat gesagt, jetzt 3 Millionen sind weg. Einfach so, sind weg. Das ist natürlich nicht ein zulässiger Schluss. Wir werden die Anhalteplätze notabene sogar noch können verbessern in der Nähe. Wir machen den Busplatz. Machen wir ein Doppelbusperron, dann wir besser organisieren. Es gibt ganz sicher in Zukunft keine Zwischenparkierung. Wo gerne es könnte anhalten, um ein- und aussteigen lassen. Jetzt geht es in Ihren Initiativen aber auch vor allem eben um Parkplätze, also wo gerne es eben parkieren. Genauer um 26, wo sollen abgebaut werden. Und im Prinzip, denke ich, ist man sich ja einig, dass es die Parkplätze braucht und dass man, wenn man die abbaut, dass man sie irgendwo anders muss ersetzen. Jetzt hat ja der André Bachmann es schon angetönt, der Stadtrat hat wollen in Brühl-Moos in Lido 20 zusätzliche Garparkplätze schaffen. Das ist vom Parlament abgelehnt worden. Dann gibt es andere Ideen, wären in Kriens, im Mattenhof, Grosshof. Aber das gefällt den Kriensen nicht so. Und dann gäbe es natürlich noch das berühmte Parkhaus Musik, wo ja auch Garparkplätze vorgesehen, aber das will der Stadtrat nicht. Irgendwie haben wir den Eindruck, ja, ist eine gewisse Ratlosigkeit auch da. Also wo sind denn überhaupt Ersatzparkplätze überhaupt realistisch? Ratlosigkeit ist nicht da. Wir haben ein Garparkierungskonzept, wo wir kurz-, mittel- und langfristige Massnahmen aufgezeigt haben. Wir haben sehr transparent gesagt, welche 40 Möglichkeiten, als die externe Studie gewählt hat, ob wir die Tage weiterverfolgen oder nicht weiterverfolgen. Wir haben jetzt dort eine neue Massnahme darunter gehabt und gesagt, nein, können wir nicht weiterverfolgen, wo wir weiterverfolgt haben und jetzt zum Beispiel 8 Plätze bei der VBL bereits haben können sichern. Die Vorschläge auf Kriensergott ist klar, mit 40 Standortmöglichkeiten in der Runde gehe, dann habe ich 41 Gegner schaffen. Das ist schon klar. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber wir haben realistische Möglichkeiten in Nibach. Ich bin ja zufälligerweise Realpräsident und weiss genau, was dort, wenn, in welchem Zeitraum kann abläuft und ob es dort eine Option gibt. Wir haben Standort, wir sind natürlich intensiv am Weiterprüfen. Wir haben Standort im Ried, im Bereich Almend, Eichwald kann man sich noch einmal überlegen. Und ein Teil von diesen Standorten, die wir zu Kriens in Diskussion gebracht haben, beziehungsweise die Studien in Diskussion gebracht haben, sind immerhin stadteigene Liegenschaften. Da denke ich, könnten wir vielleicht schon darüber diskutieren, ob man da gewisse Möglichkeiten hat, da auch zu sagen, was man dort möchte. Aber das ist klar, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir haben, bis wir die Umgestaltung vom linken Seeufer an die Hand nehmen, rechnen wir, dass das 2023 ist und bis dann lange da irgendein Projekt, das im Raum liegt, die sind bis dann auch nicht realisiert. Wir setzen darauf im Moment, der Stadtrat, dass wir weiterhin zentrale Anhalteplätze haben und eine dezentrale Zwischenparkierung suchen, weitere Möglichkeiten suchen, verschiedene Möglichkeiten suchen. Vielleicht gibt es beim Verkehrshaus noch Möglichkeiten. Wir sind mit verschiedenen Leuten natürlich auch im Gespräch, die Aufgabe wirklich auch gut zu meistern. Kommt dazu, dass wir mit einem elektronischen Leitsystem, wo wir intensiv dran sind, mit der EWL zusammen, natürlich auch die Nutzung der vorhandenen Plätze optimieren. Und das Defizit, das wir noch haben, ist natürlich vor allem das Defizit für Spitzenzeit. Das muss man wissen. Rund die 118 Plätze, die ausgewiesen sind, das ist eigentlich der für die Spitzenauslastung. Und vielleicht muss man halt, wie heute, dass es so ist, muss man in Kauf nehmen, dass es halt in einigen Stunden nicht wirklich ganz, ganz befriedigend und überall möglich ist. Aber der Stadtrat ist überzeugt, dass wir da erstens genug Zeit haben und zweitens auch das Garparkierungssystem nicht gefährden. Dritter Punkt noch, Reisen ab Luzern. Das ist ein Auftrag, den der Kanton im Agglomerationsprogramm hat.
ein Fernbus-Terminal zu definieren, das wird nicht auf dem Inseli sein, das wird dann die Situation da hinten auch noch ein bisschen entspannen. Aber das ist bis jetzt noch nicht, zum Glück ist das noch nicht allzu viel. Also Ersatzparkplatz in Ibach, Friedenthal, haben Sie noch gesagt. Ja. Ist das eine Alternative? Ich muss noch mal ein bisschen staunen, muss halt auch von meiner Seite her widersprechen. Ich bin ja bekanntermaßen zum Beispiel bei Musek dabei gewesen. Und es ist schon erstaunlich, mit welcher Begründung dass man jetzt Musek politisch beerdigt hat. Weil die Grösse definiert hat der Stadtrat die Anzahl Garparkplätze. Wir sind mit weniger ein Mobilprojekt gestartet. Und das ist immer mehr geworden. Wir müssen noch den Löwenplatz kompensieren, wir müssen noch das kompensieren. Also die Anzahl ist vom Stadtrat einmal hochgeschraubt worden. Doch, Adrian, das ist ja wohl... Es hängt nicht, der Löwenplatz muss auch noch in der Spitze, muss auch noch kompensiert werden. Aber es ist ein bisschen... es ist einfach keine Lösung, die verbindlich ist. Und du sagst, die Zeitachse, die sind ja eh nicht bereit. Das ist ja genau das, was wir sagen. Wir tun zu etwas zustimmen, wo die Lösung unter Zeitdruck nachher muss erfolgen. Wenn man die Initianten nachher den Willen umsetzen, und von dem gehe ich eigentlich in der Demokratie noch aus, dann nachher ist dort innen klar und deutlich geschrieben, in welchem Zeitraum was das soll erfolgen. Das ist der Punkt, den wir kritisieren, vehement kritisieren. Du sprichst an die Gesamtplanung vom linken Seeufer. Ich war in diesem Forum zur Entwicklung der Luzerner Innenstadt dabei. Am ersten Forumsblock war das Inseli ausgenommen. Über diesen Cluster hat man nicht diskutiert, mit der Begründung, da ist jetzt die Planung der Saal modulabel, das nehmen wir nicht in die Gesamtplanung hier. Am zweiten Abend haben wir über andere Themen geredet und am dritten Abend wäre eigentlich der Misch geführt gewesen, was die Saal modulabel anbelangt, aber dann haben wir über das Inseli nicht mehr geredet, weil wir nachher haben wir ein anderes Projekt mit der Inselinitiative. Das zeigt für mich, dass ihr eine klare Linie habt. Ihr wollt Fakten schaffen und nachher wird das Problem gelöst. Und das ist das, wo ich finde, das geht für uns in der Wirtschaft schlicht und einfach nicht. Das ist gefährlich. Ich hätte aber, es geht ja um die Inselinitiative und ich hätte wirklich eine Frage an Linus Petermann. Wir haben einleitend über Garparkplätze geredet und sie hat in ihrem Votum gesagt, es sei ein lebendiges Inseli. Da sind wir absolut gleicher Meinung. Das ist doch der Ort, wo vorbildlich Urbanität in der Stadt Luzern funktioniert. Ich habe ja einleitend bewusst die Bilder gemacht. Das funktioniert nebeneinander. Und ein lebendiges Miteinander, das schließt doch eine Gruppe nicht aus. Das ist doch Teil von der Lebendigkeit. Oder sehe ich das falsch? Sie sehen es nicht falsch, dass das Inseli lebendig ist. Das ist durchaus so. Das Problem ist, ich kann nicht mit gar reden. Und das ist halt so, die stehen aus Blech. Und es ist auch weiterhin ja gewährleistet, dass dort sonstige Plätze erhalten sind. Es wird auf die Interessen von Gewerbe, von Tourismus Rücksicht genommen bei dieser Initiative. Das ist auch unser Anliegen. Darum haben wir die Initiative als allgemeine Anregung formuliert, dass das Bedürfnis aus der Bevölkerung mit dem eben von dem Gewerbe und Tourismus auch abgestimmt werden kann. Jetzt ist es einfach so, dass, wie der Adrian schon ausgeführt hat, das sind ja nicht nur die Gewerbe, die in Leute ein- und aussteigen, wo in dem Sinn der Nutzen vorhanden ist und wo wir auch sehen, dass es einen Bahnhof nahe braucht. Das sind so zwei Drittel Gewerbe, die einfach dort rumstehen. Und das ist für mich auf keinen Fall ein lebendiges Inseli, sondern das ist verschwendeter Platz, von Blechwiesen eingenommen. Ich muss meine Frage vielleicht noch ein bisschen konkretisieren. Also meine Kinder gehen ins Pfadilager von dort aus. Meine Schwiegermutter ist vor einer Woche von dort aus auf einen Ausflug gegangen, ins Engadin. Wir wissen von Leuten, die sich hier besammeln und mit dem Rollkoffer die Touren fahren. Also im Initiativtext heisst es, Grünzone, wie wir sie heute haben, Erweiterung von der Grünzone. Und jetzt müssen wir es einfach sagen, wie es dann funktioniert mit den Anhalteplätzen. Weil, wir haben es schon mal gesagt, die angedenkt sind,
die hat man euch vorgestellt und die hat man müssen verwerfen, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert vielleicht für einen Tagestourist, der mit dem Rucksack kommt, aber wir haben andere Leute, die hier anreisen und von hier wegreisen. Das ist der Punkt 1. Punkt 2. Wir richten eine Verkehrsverbindung ÖV übers Wasser mit der Standseilbahn ins neue Resort auf dem Bürgerstock. Und die Leute kommen alle auch noch mit dem Rucksack. Also, die Anhalteplätze, die werde ich sicherstellen. Und zwar, man kann sich zum Beispiel auch vorstellen, dass die Veloparkierung auf die andere Seite der Platane kommt, dass der Veloweg hinten durchkommt. Dann schaffen wir dort relativ viel Platz für einen Anhalteplatz. Das schauen wir noch an. Wir haben jetzt die Abstimmung und dann haben wir einen klaren Auftrag. Wir haben schon im Garparkierungskonzept, das haben wir auch im Parlament diskutiert, gesagt, dass in Zukunft für Reisen ab Luzern ist natürlich eine günstige Ausgangslage da am Bahnhof. Zumindest für die, die mit dem ÖV kommen. Es kommen viele auch mit dem Auto. Darum gibt es auch Anhalteplätze, wird zum Teil auch Autobahnraststätten genutzt. Das Gleiche kann man machen in der Allgemeinen. Natürlich braucht es einen Umsteigevorgang unter Umständen mehr. Denken aber die Leute, die auf einer Garreise sind, sind durchaus auch bereit, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen oder sich dann zu bringen. Und dann ist dann wahrscheinlich dann sogar noch etwas besser. Oder das Verkehrshaus. Beides sind Stellen, die sehr gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar sind. Das ist auch Bedingungen für Reisen ab Luzern. Also für das, was zum Teil jetzt auf dem Insel stattfindet. Und für die Fernreisen, das Fernbusterminal, habe ich gesagt, da ist der Kanton am Arbeiten. Wir wissen noch nicht genau, wo er hindenkt, weil er uns noch nicht mitgenommen hat. Was mich auch nicht begeistert, weil er uns noch nicht gefragt hat, wie wir es eigentlich sehen. Aber es wird nicht sein, wie sie. Das ist nicht möglich. In dem Sinn, wir sichern die Anhalteplätze, gerade für das KQL, gerade für die SGV, wir machen die sogar noch besser. Es ist aber noch nicht realisiert, das ist klar. Aber für das haben wir bis 2023 Stadion B und A, dort wird umgesetzt. Ob man vorher schon eine Lösung hat und dann vielleicht noch eine Zwischennutzung macht, das ist immer ein anderer Punkt geschrieben. Das Stichwort, ja, Herr Fultessinger. Schnell eine Antwort drauf. Du hast jetzt mehrmals gesagt, es ist noch nichts realisiert. Das ist doch keine Strategie, etwas abzubrechen, das funktioniert und dann irgendwann einst hoffen, dass es funktioniert. Die drei jetzt schon mehrmals angesprochenen Anhalteplätze. Ich meine, wie stellt ihr euch vor? Da gibt es irgendeine Kolonne in den Treibchen hinten, wo man erwartet, dass man auf die Sekunde dafür kann. Die können ja nicht Minuten hin und ab. Ein Anhalteplatz ist schon relativ schnell weg. Wenn sie 10 Minuten Verspätung haben, dann wird schon das grosse Problem. Gehst jetzt du oder ich? Also das ist eine Lösung, die vielleicht auf dem Papier funktioniert, vielleicht auch in der Praxis, aber relativ schlecht. Stichwort Zeitplan ist vorhin noch gefallen. Herr Stadtpräsident Beat Züsli hat im letzten Stadtmagazin geschrieben, wir können die Initiative erst umsetzen, wenn wir eine Alternativlösung für die Inselparkplätze haben. Herr Borgola, Sie sagen, bis 2023 haben wir eine Lösung. Und wenn wir die nicht haben, was machen wir dann? Wir schauen einfach, dass wir eine Lösung haben bis 2023. Also da bin ich jetzt wirklich zuversichtlich. Also da gibt es ein bisschen unterschiedliche Lesarten. Oder? Das war auch das Ergebnis von der Diskussion im Parlament, wo wir gesagt haben, ob wir einen Teil von der Lösung jetzt nicht realisieren können, diesen Teil im Brühlmoos. Und dann haben wir auch gesagt, gut, dann ist die halt vielleicht die Zwischennutzung findet dann nicht statt. Und das gibt uns Zeit bis 2023. Und im Rahmen des Entwicklungskonzepts wird natürlich auch die ganze Beplanung von dem ganzen Raum sichergestellt. Und wenn es dann noch keine Lösung gibt, da stehen wir dazu. Wenn es keine zufriedenstellende, gute Lösung gibt, dann wird es halt vor der Hand nicht umgesetzt. Aber suchen haben wir auch ein bisschen Druck. Also da bin ich zuversichtlich, dass das möglich ist. Und nur eins, es geht um Zwischenparkierung. Im Wesentlichen geht es um Zwischenparkierung. 66% ist reine Zwischenparkierung. Und dann kommen etwa 14% dazu, wo Zwischenparkierung und noch ein- und ausladen. Oder? 80% von der Zeit von der Busse sind die am Warten dort. Und das ist, da muss der Stadtrat wirklich, da ist der Stadtrat überzeugt. Die Zeit ist jetzt einfach reif, die Diskussion ums Insel ist schon sehr alt. Und die Zeit ist jetzt einfach reif, Nägel mit Köpfen zu machen. Und es ist klar, wir haben jetzt
in der Frist von einer Initiative, die wir beantworten. Und das machen wir jetzt. Und ich bin gerade überzeugt. Und jetzt ist das Volk daran, das zu entscheiden. Sind das die Initianten? Also ist man da bereit, einfach zu warten, bis man wirklich eine Lösung hat? Oder sagt man irgendwann, nein, jetzt müsst ihr Parkplatz weg, egal ob ihr eine Alternative habt oder nicht? Also wie schon gesagt, die Frist ist jetzt gesetzt, das lässt sich nicht mehr verändern, dass bis 2023 die Lösung muss gefunden werden. Wir sind aber auch optimistisch, dass das gut realisierbar sind. Das sind 26 Parkplätze. Das ist machbar. Wir sehen da, wir haben es letzte wieder gesehen, und eigentlich durch das ganze Jahr, dass die Diskussion auch am Laufen ist um Garparkplätze, es werden Lösungen gesucht. Sehr begrüßenswert auch, dass das von privater Seite passiert, dass das nicht nur ein Stadtrat ist. Wir arbeiten zusammen. Es gibt auch schon erste Massnahmen, die Entwicklung sind. Wenn wir jetzt gerade von intelligenten Leitsystemen reden, dass man auch mit Kopf und nicht nur mit Asphalt etwas lösen kann in dieser Debatte. Und wir sind uns sicher, dass bis 2023 eine Lösung gefunden werden kann. Und falls sie doch nicht gefunden wird, dann hat man immer die Parkhausprojekte in der Hinterhand. Aber da sind einer der grössten Kämpfer für das Parkhaus Museck, weil wo startet man denn da eigentlich? Also gut, das Parkhaus Museck, das ist jetzt einmal vor der Hand, denke ich, kein Thema als Projekt. Jetzt müssen wir zuerst die Strategie entwickeln. Und schmutzig, wir haben ein Garparkierungskonzept, du jetzt heute Abend sagst, Adrian, wir haben das und wir arbeiten auf dem und wir haben in Antwort auf Postulat oder Motion 92 hören wir, dass wir ein neues Konzept mit externen Gutachten noch erarbeiten wollen. Vielleicht können wir die zu einem anderen Schluss, aber das passiert ja alles selbstverständlich in der Kürze. Ich war in der ersten Arbeitsgruppe Gartourismus, wo es um die Übergangslösung ging. Da hatten wir anderthalb Jahre dran gehabt. Es ist nicht so einfach, man muss ganz vielen Leuten gerecht werden. Und es haben sehr viele Leute gedacht und nicht nur betoniert. Bei der zweiten Begleitgruppe, die das Garparkierungskonzept verarbeitet begleitet hat, das sind ja auch schon extern gewesen. Das war ja nicht so, dass wir uns eingeschlossen haben im Mölliturm und nachher geschaut haben, was kommt, was jetzt auch für eine schlaue Idee sind. Es sind ja dort schon Profis am Werk gewesen, die das angeschaut haben. Wir machen jetzt die Übung nochmal. Wir geben 600'000 Franken aus für eine Versuchsplanung auf dem Insel und wir geben nochmal 600'000 Franken. Also so sind wir da. Also, ob es die falsche und wir geben nochmal 600'000 aus für das linke Seeufer. Es sind zwei B und A. Einer ist für das linke Seeufer und einer ist ja für das Insel. Und ich bin eigentlich der Meinung, wir entwickeln das linke Seeufer und dort ist das Insel selbstverständlich das Vierstück. Ein ganz wichtiger Bestandteil, aber es ist Bestandteil. Und wir lösen das Garproblem nicht vom Insel. Wir müssen eine Lösung finden für den Gartourismus in der Stadt Luzern. Und das macht es eben ungemein komplexer. Und da haben wir die grösste funktionierende Anlage. Und was bis jetzt noch gar nicht darauf eingegangen worden ist, wir sind auch Kantonshauptstadt. Wir werden bei Grossveranstaltungen ganz automatisch die Host-City sein von diesen Veranstaltungen. Und wir geben unsere Planungsinfrastruktur für sämtliche Anlässe geben wir den Preis. Also ich bin der Meinung, bevor wir dort auch Lösungen haben. Also, ich meine, das ist eine konkrete Veranstaltung, die kommt, zum Beispiel die Jugend, die Universale von den Studenten, die werden da vorne ihre Rangverkündigungen haben. Ganz ehrlich, die kommen ja von der Wettkampfstätte da hin. Das macht man möglichst schnell. Wir brauchen die Infrastruktur. Wenn sie ein Bild sehen, haben die Profs und Warteräume. Das kann man sagen, wir kommen dann auf die anderen Themen. Da kann man ja die Belage so machen, dass das auch noch möglich ist. Da frage ich mich, ob die Grünzone ist. Genau, wir können auf das sprechen, wie Gründe das Insel genau sein soll. Adrian Burgula. Antwort, nur auf Motion 92 geschrieben, dass wir jetzt aktuell die aktuelle Situation noch einmal extern überprüfen. Das ist nicht eine neue Bearbeitung des Garparkierungskonzepts, das ist jetzt zur Kenntnis genommen worden vom Parlament.
Parlament hat gesagt, weitermachen so. Und wir haben gesagt, wir wollen das natürlich selbstverständlich abtiefen, weil wir noch nicht alle Lösungen haben. Das haben wir beim Veloparkierungskonzept haben wir das genau gleich gehabt. Wir haben gesagt, machen wir die erste Phase der Umsetzung. Das machen wir jetzt bei den kurzfristigen Massnahmen vom Garparkierungskonzept auch. Wenn wir warten, bis alle Fragen gelöst sind, dann machen wir nie ein Konzept. Wir haben einfach mit einer externen Prüfung von Leuten von auswärts die Situation noch einmal analysieren, um sicher zu sein, dass wir nicht an etwas nicht gedacht haben, wo wir vielleicht so ein bisschen vielleicht ein bisschen zu Fokus haben. Wir wollen den Fokus noch einmal aufmachen, aber das ist nicht eine grosse Sache. Das ist nicht irgendwie ein Affront, noch einmal eine frische Studie, weil wir haben wesentliche Grundlagen erarbeitet. Wir haben gewusst, dass Garparkierung ein wichtiges Thema ist. Wir haben Schwanenplatz und Leuenplatz in ein Regime können nehmen. Wir haben Untersuchungen gemacht auf dem Inseli, um zu wissen, was wir machen, wenn wir eingreifen. Wir wissen da, wie viele Plätze wir brauchen für das heutige System. Und da ist der Stadtrat ganz klar, ich sage, das heutige System soll so, wir haben noch 10% Reserve dort eingerechnet beim Garparkierungskonzept. Das heutige Gar-Reisetourismus ist uns wichtig, auch wenn wir zusammen mit Luzern Tourismus sagen, sogenannte Premium-Strategie, die ist uns noch wichtiger, die ist nicht unbedingt der Gar-Reisetourismus im Vordergrund, aber Gar-Reisetourismus ist für den Stadtrat unbestritten und da suchen wir Lösungen und finden sie. Wie gesagt, André Bachmann, Sie hätten das Rezept, um die fehlenden Carportplätze zu schaffen, Parkhaus Musik. Stefan Schulte, wie sieht das von der SGV-Seite aus? Wäre das allenfalls eine Alternative für Sie? Oder auch jetzt das neue Projekt Parkhaus Schweizer Hof? Also, auch wir sind bereit, über alles zu diskutieren, was wir aber nicht machen wollen. Was wir nicht machen wollen, ist etwas einfach aufs Geradewohl raus auflösen und dann zu hoffen, dass irgendetwas kommt. Ich meine, über das Parkhaus Musecke, das hat vorher der Herr Bachmann klar gesagt, das ist relativ in der Schwebe und es hat doch keinen Sinn, sich jetzt mit Theorien zu beschäftigen, aber bereits Fakten schaffen und nachher dann zu hoffen, dass irgendetwas geht. Du hast vorher Luzern Tourismus erwähnt. Also ich wollte nur sagen, Luzern Tourismus ist ganz eindeutig gegen diese Initiative. Gegen diese Initiative. Und es sind jetzt Haufen Ideen, aber du sagst es so ein paar Mal, es ist noch nichts realisiert. Und das ist doch einfach keine Strategie. Ich kann jetzt im Prinzip Hoffnung haben und sagen, es kommt ja schon gut. Das klingt jetzt aber so, es kommt ja schon gut. Ich möchte einfach das sagen, also Parkhaus Musik, das war ein Diskussionsbeitrag gewesen, wo der Stadtrat jetzt ohne die Externen, die es nochmal überprüfen, ob sie etwas vergessen haben, zum Schluss kam, dass es das sicher nicht ist. Aber wir haben es ja noch gar nicht diskutiert. Und wir haben es auch nicht in einer Alternative gegenübergestellt. Wir haben einfach einen Beitrag geleistet, zum Diskussion in Gang zu bringen. Es ist jetzt ein konkretes Projekt da, mit ganzen Haufen Nachteilen und ganzen Haufen Vorteilen, wie wir glauben. Und seriöse Abklärung, unserer Meinung nach, wäre jetzt einfach, jetzt tut man die Alternativvariante auch entwickeln. Dann diskutiert man es und dann entscheidet man, welches ist denn tatsächlich die richtige Lösung. Ganz eine kurze Entgegnung auf Stefan. Stefan, Strategien und Konzepte schauen immer in die Zukunft und da ist vieles noch nicht realisiert. Wenn man eine Strategie hat, zum Beispiel ein Parkierungskonzept oder eine Veloparkierungsstrategie, dann ist das noch nicht realisiert, sondern Strategien sind eigentlich da, um die zukünftige Entwicklung und die zukünftigen Arbeiten zu bündeln und zu sagen, da in die Richtung gehen, nach dieser Vorgehensweise gehen wir und nicht, wenn es schon realisiert ist, dann ist es schon realisiert, dann ist es keine Strategie und kein Konzept mehr. Also, ich verstehe jetzt nicht ganz, aber was richtig ist, wir können nur nicht im Detail jeden Lösungsschritt sagen bis 2023, das ist ja so. Aber da stehen wir dazu, da haben wir gute Ideen und ich denke noch, die technologische Entwicklung wird uns da noch helfen. Wir sind mit der EWL dran, eben das Leitsystem aufzubauen. Luzern Tourismus hilft uns beim Reisegar-Management. Da kann man sicher noch optimieren. Vielleicht irgendwann, andere Städte im Ausland machen es dann zum Teil mit sogenanntem Slot-Management, wo man dann Wegzufahrten bucht. Das bin ich nicht sicher, ob das ist eine komplizierte Geschichte, aber ist vielleicht irgendwann, wenn der Raum wirklich noch knapper sollte werden, dann wenn wir da an solche Massnahmen denken. Weil ich denke, das heutige Gar-Reiseaufkommen irgendwann
müssen wir schon an die Bevölkerung denken. Also ich höre natürlich schon zunehmend auch kritische Stimmen aus der Bevölkerung, die sagen, ich habe jetzt dann irgendwann genug von dieser Form von Tourismus. Aber ich finde, Luzern nach wie vor ist eine weltoffene Stadt. Es gehört dazu, der Tourismus gehört dazu, Gartourismus gehört dazu. Ich empfinde Luzernerinnen und Luzerner als offen. Aber irgendwann kann es vielleicht doch auch sein, dass es ein Thema wird. Oder welche Form von Tourismus stellt man sich denn in Zukunft vor? Und darum habe ich gesagt, vorhin wegen Luzern-Tourismus, wir unterstützen das auch das Konzept von Luzern-Tourismus so in das sogenannte Premium-Segment vorzüglich sich zu entwickeln. Und die Erreichbarkeit von der Stadt Luzern gerade in diesem Sektor ist gut. Aber gerade darum würde doch bei der Bevölkerung tatsächlich einen ungewissen Unmut feststellen, ist, müssen wir doch eine Strategie entwickeln, um klare Antworten zu geben. Und du hast vor ein paar Minuten da gesagt, jetzt lassen wir noch abstimmen und dann haben wir einen klaren Auftrag. Das ist das, was der Schulter sagt. Das ist doch nicht die Strategie. Ihr braucht doch als Stadtrat nicht einen klaren Auftrag von der Juso. Ihr müsst doch eure Strategie entwickeln, uns die erklären, dass wir die verstehen und nachher müssen wir die gemeinsam konsequent verfolgen. André, du warst ja dabei in der ganzen Entwicklung des Garparkierungskonzepts. Wir haben eine Strategie, die reicht einfach noch nicht für wir haben noch nicht alle Lösungen für die langfristigen Massnahmen, aber bei der kurzfristigen sind wir aufgestellt. Wir sind am Umsetzen, das dürfen wir nicht vergessen. Das tut immer, weil der Stadtrat hat keine Strategie und hat gar nichts, oder? Das stimmt einfach nicht. Wir arbeiten mit dem Garparkierungskonzept und wir haben jetzt gesagt, wir tun das abtiefen, wir tun das vertiefen und wir müssen gewisse Sachen nur eins führen, die wir vielleicht schon mal eins verworfen haben. Wir haben schon eine Strategie, aber sie läuft halt, ist halt eine Strategie, die der Stadtrat sagt, sie läuft ohne das Parkhaus muss haben. Und ich sage nur, wir haben einen Auftrag von einer Initiative, wir haben eine Antwort darauf zu finden, der Stadtrat hat die Antwort gefunden. Und wenn ich sage, jetzt stimmen wir darüber ab, dann haben wir einen klaren Auftrag. Ja, dann haben wir einen Volksauftrag. Aber wir sind ja selber schon zu dem Schluss gekommen, dass es möglich ist, das Insel aufzuwerten, einen hochwertigen Lebensraum zu machen für einen Aufenthalt von Touristinnen, von Einheimischen. Diese Lösung haben wir im Kopf und das ist unsere Antwort. Ja, aber ein Garparkierungskonzept in der Stadt nicht vom Insel. Das ist jetzt dazwischen gekommen. Das ist gerade so, oder? Und ein Garparkierungskonzept in der Stadt auch bei den langfristigen Lösungen und Massnahmen. Außer dem Parkhaus Busseck ist aktuell kein anderes Projekt erkennbar. Das ist ja, das, ja, aber es ist so. Das ist ja das Konzept, das du dich darauf berührst. Also wir haben für die langfristige Lösung haben wir einfach keine. Und du sagst jetzt, wir haben eine, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich sage sie, skizziere sie, sag wo. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Nur ganz, dass es klar ist. Wir starten 1:1, ich kann es jetzt nicht gerade wirklich vielleicht zitieren. Die Arbeitsgruppe hat das als einzige aktuell bekannte langfristige Lösung für die Freispielung vom Schwanenplatz erachtet. Genau. Nein, du hast gesagt für Garparkierung. Man tut immer sagen, das ist für alles. Nein, für Parkierung. Für Parkierung statt nicht für die Lösung vom Schwanenplatz, für Parkierung. Also, Stefan Schulte, jetzt etwas sagen, dann würde ich dann vorschlagen, dass wir das Thema Parkplätze für den Moment ja, nur mal ganz kurz, wir haben ein paar Mal gehört von Strategien und alles. Was wir brauchen, sind Lösungen, einfach nur Ideen zu haben, wie man es machen könnte, aber keine Lösungen. Das ist das, was der andere Bachmann gesagt hat. Es gibt keine Lösung, die funktioniert, keine Lösung, die akzeptiert ist und das ist das, was wir kritisieren. Danke. Also, Team, ja? Ich möchte euch noch kurz etwas sagen, weil das steht auch immer schön gross auf diesen Plakaten, dass es eine Juso-Initiative ist. Das ist es schon lange nicht mehr nur. Es ist klar, wir haben die gesammelt. Der Grossstadtrat hat darüber abgestimmt. Der Grossstadtrat empfiehlt die Initiative zur Annahme. Übrigens auch eine Mehrheit von der CVP-Fraktion. Wir haben ein breites Komitee von Altstadtpräsidenten, Altstadträten, Stadträtinnen und Architekten. Das ist also längst nicht mehr nur eine Juso-Initiative, sondern das ist ein breit abgestütztes Komitee, das ein Bedürfnis der Bevölkerung hier in der Stadt an Turnen trägt. Und es ist einfach auch die Frage, wenn wir jetzt hier von diesen Lösungen reden, wenn wir vom Parkhaus Musik reden, letztes Jahr bei der Saalmodulable Abstimmung, also wo es um die Saalmodulable gegangen ist, das Parkhaus Musik, das war auch noch nicht durch, das war unsicher, ob das noch steht. Gleich
Wo sind die grossen Stimmen gewesen, genau aus den gleichen Kreisen, die jetzt so lautstark gegen die Initiative sind? Die 26 Aarparkplätze müssen also ersetzbar sein. Ja, wir sehen, Parkplätze polarisieren. Ich würde jetzt aber vorschlagen, dass wir mal einen Schlussstrich machen unter das Thema und möchte noch ganz kurz zu einem anderen Aspekt sprechen kommen, der in den letzten Wochen fast eben so zu reden gegeben hat. Die Rede ist von der Messe, die immer im Oktober hier auf der Insel stattfindet. Die Gegner von der Initiative sagen, wenn die Initiative angenommen wird und das Inseli begrünt wird, dann ist das das Ende der Messe, weil dann vor allem der Lunapark dort nicht mehr stattfinden kann. Stadtrat und Initianten sagen das Gegenteil, sagen selbstverständlich, wenn auch wir die Messe auf dem Inseli behalten, und das ist auch möglich. Das erste Mal, André Bachmann, was ist Ihre Befürchtung genau in Sachen Messe? Also gut, erstens müssen wir immer im Detail anschauen. Wir reden immer von der Messe mit Lunapark. Und das ist eigentlich der Erfolgsfaktor von dem Standort, dass das beides nebeneinander funktioniert. Das ist nicht Messe allein. Da glaube ich, da müssen wir nicht drüber streiten. Die wäre auch bei einer Annahme von Initiativen, von einer Umgestaltung, ist das selbstverständlich möglich. Wir reden vom Lunapark, der ganz ein entscheidender Faktor ist, dass der Erfolg von dieser Messe in der heutigen Form, wie sie stattfindet, garantiert ist. Und da haben wir einfach Angst. Und ich muss nochmal sagen, wir reden von Bestandespflege. Also es sind erstens einmal sehr viele Luzernerunternehmungen, die auch Ständbetriebe betroffen. Für die sind das zum Teil erhebliche Anteile vom Jahresumsatz. Nachher sind das 350'000 Besucherinnen und Besucher, die Jahr für Jahr in dieser Zeit, die relativ eine tote Zeit ist eigentlich sonst, so ein bisschen, was das ein bisschen, ja, es wird ein bisschen dunkler, aber es ist noch nicht so richtig die Wintersaison. Äußerst wertvoll, und wir wollen das Erfolgsmodell nicht gefährden. Und wenn wir sagen, es ist in der heutigen Form gefördert, dann hören wir einfach, ja, man kann das so gestalten, dass das weiterhin möglich ist. Ich habe einleitend das Bild gezeigt, wie ein Schotterplatz, der seine Anlagen kann tragen, wie wir hier auch Stellen aussehen können. So weit ausweichen können wir nicht. Hier führen können wir nicht Richtung Bahnhof, da haben wir Unterkellerungen. Hier stehen darum heute schon nur die kleineren Anlagen. Ergo können wir nur weiter hindern Richtung Alpengehparkplatz oder auf die Strasse. Adrian Borgula, was kann denn der Stadtrat zum jetzigen Zeitpunkt für Garantien abgeben, dass der Lunapark weiterhin auf dem Insel stattfinden kann? Ich bin schon ein bisschen erstaunt ab der Diskussion in der letzten Zeit. Das wird einfach eine Behauptung aufgestellt, wir meinen immer Mess und Lunapark, das ist klar, dass Mess gefährdet sein oder könnte zerstört werden. Aber ich glaube, das Wesen von einer Behauptung ist, dass sie ohne sachliche Grundlage auskommen muss. Und darum kann ich die Befürchtungen nicht teilen, weil wir von Anfang an gesagt haben, die Mess bleibt. Wir haben es auch gesagt in der Saal Modula, aber dort hat es natürlich mehr Eingriff gegeben, dort hätte man wirklich mehr müssen noch schauen, kann man es noch vielleicht gegen die Innenstadt führen. Wir haben da ein Konzept überlegt an der Bahnhofstrasse oder so, wo dann mal autoarm wird sein oder so. Das haben wir aber verworfen, das geht dann nicht. Aber wir sind dort mal offen gewesen, im Zusammenhang mit Saal Modula. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir die Grünzone, es ist ja bereits rechtlich eine Grünzone, wo jetzt eine Garparkierung ist, und das ist in dem Sinne eine Bestandesgarantie für Garparkierung. Aber man hat schon beim Planen mal daran gedacht, das Insel wird dann mal eine Erholungszone. Und jetzt tut man die umgestalten so, dass man die Messe in Zukunft genau wie heute stattfinden kann. Das ist eine klare Absichtserklärung, das ist verbrieft, das ist in der Diskussion drin. Die Garantie ist, dass wir das als Bedingung für die Testplanung formulieren. Die Messe muss dort stattfinden und der Lunapark, die Messe ist eh kein Problem. Ich meine immer den Lunapark mitgemeint, dann muss man das so einplanen. Das ist gut lösbar. Wir haben eine gute Foundation, dann kann man vielleicht mit temporären Geschichten etwas schaffen. Die Vorstellung, dass jetzt das alles rasen wird, ist falsch, oder? Ich meine, Sinsi ist ja jetzt schon eine Mischfläche mit Bepflanzung, mit Kiesflächen, mit Rabatten. Das wird irgendeiner so einer Art wird das weitergehen. Aber wir nehmen jetzt sicher keine Bäume pflanzen, die man nachher den Lunapark nicht mehr stattfinden kann. Das wird eine Aufgabe sein,
bei der Umgestaltung des Inseli und im Zusammenhang mit der Planung des linken Seeufer. Ja, also das ist eine Frage an Nils Petermann. Das ist jetzt eine entscheidende Frage von der Auslegung von der Initiative. Also wie grün muss denn das Inseli sein? Es wäre ein Schotterplatz, wo dann eben der Luna Park drauf Platz findet. Wäre das denkbar oder ist das eine Missachtung dann von der Initiative? Wie schon gesagt, die Initiative ist als allgemeine Anregung formuliert. Das heisst, darum ist der Text also kurz und verschieden interpretierbar. Aber das Hauptziel der Initiative ist die Erweiterung des Grünraums. Wie schon gesagt, das Inseli das hat heute schon also Käse-Schotterplatz. Und wenn wir den Grünraum erweitern, dann geht es vor allem darum, dass wir die Fläche nutzbar machen für alle, für die Bevölkerung, für Gäste. Und eben, dass auch zum Beispiel Halteplätze möglich wären. Darum ist es für uns auch möglich, dass dort ein Stück Schotterrasen sein kann. Aber ich finde, wir müssen immer noch von dem Schotterrasen reden. Es gibt auch andere technische Möglichkeiten, von dem her das Bild jetzt immer auf den Schotterrasen zu fixieren, ist vielleicht auch ein falsch. Wir sind ja auch nicht vielleicht die richtigen Fachpersonen für das jetzt hier in dieser Runde. Aber dass die Gestaltung flexibel ist und dass man dort einen Spielraum hat, das ist für uns klar. Und in dem Sinne auch, dass gemäss auf dem Inseli bleiben kann, das ist für uns unbestritten. Wie schon gesagt, das Inseli hat auch einen kulturellen Wert und das zeigt, dass es auch durch das, dass traditionelle Anlässe wie die Mäse, wie das Lucerne Festival, dass das Inseli bespielbar ist. Was mich ein bisschen verwundert hat, denke ich, an diesen Debatten, ist, dass man im Stadtrat nicht zutraut, dass er genau das gleiche Interesse, wenn ihr euch habt, an dieser Mäse, das haben wir immer beleidigt und immer betrieben. Ich bin ja zuständig für das ganze Bewilligungswesen. Also für mich ist das völlig klar, das ist so ein wichtiger Anlass, das ist fast so wichtig wie die Fasnacht. Und der wird auch in Zukunft da stattfinden, mit Luna Park und mit Mäs, das ist uns völlig klar. Und irgendwo kommt da ziemlich viel Misstrauen auf, wo ich in dem Sinne nicht verstehen kann. Oder glaubt irgendjemand, dass der Stadtrat tatsächlich die Mäs abschafft? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wir sind angesprochen. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wenn du es so formulierst. Wir haben ja auch Schreiben von der Stadt, wo auch zum Beispiel die Marktfahrenden oder die Schausteller gegangen sind. Und also ich habe dort nie in dieser Deutlichkeit, wie du das heute Abend da sagst, mässig für euch immer klar, dass das Mäs und Lunapark ist und das genau in der heutigen Form kann weiter bestehen. Wir haben eben auch dort die Formulierung, die wir vorher hatten bei der Garparkierung. Es gibt Möglichkeiten, es steht übrigens auch in eine Ausdehnung im Bereich vom Alpengeh-Parkplatz. Das ist wieder klar, wo die Lage war. Ja, aber die Antworten sind ja, also wir können, sie sind ja hier als Schausteller. Also das ist immer noch so. Nachher hat die Diskussion übrigens mit diesen betroffenen Kreisen. Nur weil du jetzt so überrascht bist, dass man ein bisschen Misstrauen hat im Stadtrat. Die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Kreisen, die hat nach der Beschlussfassung stattgefunden. Und das ist doch, also da kann man sich doch nicht wundern, wenn die betroffenen Kreise anzweifeln, ob sie ernst genommen werden. Und also das zumindest ein bisschen kritisch anschauen. Wenn sie im Nachhinein noch dürfen, sozusagen zur Kenntnis nehmen, dass sie schon ernst genommen werden. Bei euch ist der Termin noch nicht allzu lang her, oder? Wir können negieren und das nehmen dann noch gleich viel wie vorher. Und das ist doch kein Problem für uns. Und wir sind eine grosse Firma. Und da die paar Prozent, ob es jetzt 3 Millionen ist oder nicht, auch mit uns hat man selbstverständlich die Konsequenzen nicht diskutiert. Ich meine, dass eine junge Partei so innovative Ideen hat, das verstehe ich noch. Dass aber eine Regierung und ein Parlament, die sich um alles kümmern, das eigentlich auch so unterstützt, ohne dass man mit uns geredet hat, da habe ich aber tatsächlich auch ein bisschen Mühe gehabt. Mit den Schaustellern sind wir natürlich schon im Zusammenhang mit der Saal Modulable in Diskussion gewesen. Und wenn wir ja gewusst haben, dass wir dargelegt, dass Mäs mit Luna Park weiterhin in diesem Raum wird stattfinden und nicht auf dem Alpergeh-Rasen, auf dem Schotterplatz Alpergeh. Darum haben wir das relativ spät. Wir haben mit der SGV Anfang Juli den Kontakt aufgenommen, das kann man jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht nicht pflegend in der Regel, das kann man zum Beispiel im Projekt Hirschmann sehen oder so, man pflegt in der Regel
einen sehr frühzeitigen und guten Einbezug. Das ist jetzt in dem Fall, muss ich sagen, das ist jetzt vielleicht nicht optimal gewesen. Aber wir sichern ja die Anhalteplätze. Ja, wir sind jetzt über eine Stunde lang engagiert am Reden. Jetzt danke ich herzlich unseren vier Gästen und werde jetzt überleiten zu Ihnen, liebes Publikum, wenn Sie noch Fragen haben, wo Sie jetzt offene Fragen, die Sie jetzt noch nicht beantwortet bekommen haben, dann dürfen Sie die jetzt in der Hand stellen. Frau Spöri, ich habe jetzt eigentlich nicht gehört, dass man, wenn nicht mehr heisst, es zeigt zu wenig Parkplätze. Aber jetzt hat man ja Parkplätze gefunden bei der VBL hinten. Die sind etwa zwei Monate, glaube ich, schon im Betrieb, oder einen Monat. Und die sind überhaupt nicht genutzt worden. Das ist so die eine Frage. Und da würde ich einfach noch sagen, dass es auch noch 80.000 Bewohner gibt in der Stadt, nicht nur Tourismusorganisation und die SGV. Im Übrigen bin ich Aktionär von der SGV. Ich bin schon ein bisschen erstaunt, was ihr da für eine einseitige Haltung aufnehmt. Ich habe Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß nicht, wie viel dass solche Gäste vor allem auch Einheimische oder Schweizer sind. Ich würde sagen, etwa 90%. Also es kommen nicht nur ausländische Touristen mit dem Car, das ist vielleicht der erste Hinweis. Und wieso wir uns engagieren, ich habe es gesagt, das ist relativ vital. Also es geht nicht um 2-3 Franken, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Löhne. Und es gibt keine Lösungen und wir trauen uns zu, wir sind relativ lang im Geschäft, wir können relativ gut beurteilen, was es bedeutet, wenn es schwierig bis unmöglich wird für einen Car-Chauffeur oder für eine Gruppe, rennen zu fahren, gehen die nach Interlaken oder irgendetwas, das kann uns nicht einfach nur kühlen lassen und sagen, ja, dann schauen wir halt dann. Ja, geschätzte Anwesende, in einem Punkt sind Gegner und Befürworter von dieser Initiative einig, das haben wir jetzt verschiedene Mal gehört. Sie wollen Maas und den Luna Park beieinander behalten, an dem Ort, wo es heute ist. Jetzt haben wir aber doch vernommen, dass die Schausteller für ihre grossflächigen Einrichtungen, wo teilweise über 100 Tonnen schwer sind, das nicht auf der grünen, auf der erweiterten Grünzone, wo die Initiative ja explizit verlangt, können machen, sondern dass sie dafür einen festen Boden brauchen. Und jetzt hat das Komitee, also das heisst das befürwortende Komitee, das auch realisiert, und kommt zu folgendem Schluss. Es hat ein Interview gegeben am 2. September in der Luzerner Zeitung und da hat der Patrick Janik Gauch, heisst er, glaube ich, der Janik Gauch folgende Aussage gemacht. Ich tue die hier jetzt wortwörtlich zitieren. Wir können auch mit einem Schotterplatz gut leben. Also das heisst doch mit anderen Worten, man ist bereit, auf die erweiterte Grünzone auf dem Insali zu verzichten. Zu meinem grossen Erstaunen tut jetzt die JUSO, oder wie sie gesagt haben, all die Kreise, die noch darüber hinaus dazugehören, damit ja sagen, dass nur die Hälfte von dieser Initiative soll umgesetzt werden, das heisst die Liquidierung der Parkplätze. Hingegen der andere Teil, da nimmt man sich auf, dass jetzt dort nicht eine grüne Wiese entsteht, sondern ein Schotterplatz, so unschön, wie er hier auf dem Bild gezeigt wurde, ist am Anfang. Damit tönt ihr meiner Meinung nach die Ja-Stimmenden vor den Kopf stossen und verschaukeln. Ich bin der Meinung, dass die Initiative keine Unterstützung findet, Unterstützung soll finden. Ich werde Nein sagen dazu. Schön,
aus den Gründen, die hier erwähnt worden sind. Und ich bitte euch, das Gleiche zu tun. Dankeschön. Liebe Schröderwald, ich würde dazu sagen. Haben Sie noch eine Frage? Bitte? Haben Sie eine Frage? Das war keine Frage an die Initianten. Hätten Sie noch eine Frage? Ja, zu dem Schotterplatz, ja. Wie Sie dazu kommen, aus dieser erweiterten Grünzone jetzt plötzlich den Schotterplatz zu kommen? Gut. Schotterrasen, Schotterplatz. Das ist das ist ein bisschen lauter. Wie schon gesagt, also die Hauptforderung von dieser Initiative ist, das haben Sie richtig gesagt, das ist die eine Forderung, dass die Carparkplätze wegkommen. Die andere Forderung von uns ist, dass Grünraum geschaffen wird. Grünzone, Grünraum geschaffen wird. Und wie schon gesagt, das heisst für uns vor allem, dass der Raum für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht wird. Das ist auch, wie schon jetzt, möglich auf einem Käseplatz, das ist auch möglich auf einem Schotterrasen. Auch dort kann man, wenn nicht gerade Mess ist, eine Einrichtung gestalten, eine gestalterische Massnahmen treffen, die das zu einem attraktiven Verweilort machen. Und von dem her gesehen, ist das für uns schon eine riesige Bereicherung für die Stadt, für eine lebendige Stadt. Und dann sind wir sehr gewillt dazu, dass das Anliegen eben ausgewogen ist, mit allen Interessen, auch mit dem Mess, dass man das eingeht, ja. Einige Fragen, Alex? Du musst sagen, dass ich mir Fragen stellen, vor allem, oder? Ja, genau. Also, die Meinung wäre, dass also eine konkrete Frage an einen von unseren vier Teilnehmern. Also, es kommt eine Frage. Markus Schultes, ich würde behaupten, es geht da gar nicht um die Carparkplätze. Weil, sonst hat vor einem Jahr, als die Zahl modulabel war, es ist ziemlich mehr als ein Jahr, hätte man müssen eigentlich mit der gleichen Vehemenz dagegen sein, weil dort wären alle Carparkplätze aufgehoben worden. Ich habe nicht wahrgenommen, dass die SGV, die Citivereinigung, Pilatusbahnen usw. dagegen opponiert haben. Ich verstehe das nicht, dass sie dann nicht auf die Hinterbeine gestanden sind und gesagt haben, halt, das kommt nicht in Frage. Wir verlieren 3 Millionen Franken pro Jahr, können wir uns nicht leisten. Jetzt kommt die Frage an meinen Namensvetter, Stefan Schultes. Warum ist der SGV vor einem Jahr, wo man gewusst hat, die Zahl modulabel kommt vom Inseli oder wir wollen sie dort, warum ist man dann nicht auf die Hinterbeine gestanden, wie sie das jetzt machen? Es hat nie eine Abstimmung gegeben, es war auch keine geplant, es hat auch keinen Abstimmungskampf gegeben. Es ist im Parlament diskutiert worden. Die SGV hat sich auch damals nie dafür und dagegen von dieser Saalmodulabel ausgebrochen. Wir sind weiter weg von einer Abstimmung. Und selbstverständlich wäre das gleiche Problem zu lösen gewesen, wie wir jetzt noch nicht gelöst haben. Und das Problem wäre auch damals 3 Millionen Franken teuer oder wert gewesen. Es ist natürlich falsch, Markus, wenn du sagst, wir haben uns damals nicht geäußert. Zum damaligen Zeitpunkt haben 10 engagierte Personen in dieser Stadt je 10'000 Franken gezahlt. Die einen haben sie aus dem Privaten gezahlt, die anderen haben sie über ihre Organisation vertreten. Ich beispielsweise über die Citivereinigung. So hat man das Aktienkapital gegründet für die Musik Parking AG und wir haben eine konkrete Idee entwickelt. Und man ist zusammen mit dem Stadtrat auf dem Weg, weil man mit der Überzeugung war, wir zusammen beides entwickeln. Weil das ist ja eigentlich auch das Verrückte. Die Grossprojekte sind ja voneinander abhängig. Du hast jetzt das selber gesagt. Wenn man etwas wegnimmt, müssen wir es an einem anderen Ort schaffen. Und so sind wir auf dem Weg. Und es ist gerade das Gegenteil, was du jetzt dargestellt hast. Es war eine klare Strategie gewesen und zum damaligen Zeitpunkt zusammen mit dem damaligen Stadtrat. Und was natürlich ein grosser Unterschied ist, und das habe ich etwas speziell gefunden, wenn Sie sagen, es ist schon lange keine JUSO-Initiative mehr. Erstens finde ich das ein bisschen problematisch, weil es ist natürlich selbstverständlich immer noch die JUSO-Initiative, wo wir darüber abstimmen. Aber es ist ein wesentlicher Unterschied. Die politischen Mehrheitsverhältnisse in dieser Stadt haben gewechselt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Initiative gestellt habt, haben wir aus einer Minderheit heraus agiert. Das ist auch richtig, dass man solche Positionen stellt. Aber mittlerweile hat das Lager die Verantwortung für die Gestaltung und Weiterentwicklung dieser Stadt. Und darum hätte ich es vom Stadtrat erwartet, dass er in dieser neuen Zusammensetzung die Strategie entwickelt und einen Gegenvorschlag macht. Nehmen wir die
Dieter Geisbühler, Architekt. Auch das mal wieder erstaunlich, dass die Architekten nicht so wirklich zum Wort kommen in der Diskussion. Das Almodi-Label schon ein wunderbarer Fall gewesen. Die Frage hier und auch in der Bewertung, wenn man an Städtebau reingeht, haben wir jetzt über Garparkplätze geredet. Wir haben kein Wort darüber geredet, was der Ersatz von dem für den täglichen Gebrauch eigentlich ist. Stellt ihr euch dazu, vom Wirtschaftsverband zum Beispiel, dass hier so und so viele Studenten ihren Freiraum brauchen, können schauen, wie gross er ist. Der Druck auf den Raum ist eigentlich sehr, sehr gross und ich habe das Gefühl, es wäre noch wichtig, dass der Wirtschaftsverband auch dafür schauen würde, und das wäre meine Frage, wieso das er nicht macht, dass die Studenten hier glücklich sind. Das hat viel damit zu tun, dass sie dann allenfalls auch hier bleiben. Alex, es ist der Wirtschaftsverband angesprochen, aber ich glaube, wir arbeiten intensiv zusammen. Ich darf die Antwort für dich geben. Wir engagieren uns sehr breit. Und ich nehme jetzt vielleicht nicht gerade das Beispiel von der Uni, aber auch hier unten hat man wesentliches Engagement geleistet. Da sind ja auch, beispielsweise wenn es darum geht, eine neue Fakultät oder so zu richten, da sind ja die Wirtschaftsverbände aktiv. Die sind sich sehr bewusst, was das bedeutet, dass eine Perle von einer Institution in der Stadt drin sind. Das hat man sehr breit unterstützt. Und wenn Sie die Namen anschauen, im KKL, die auf der Scheibe eingraviert sind, dann sieht man ja, dass die Unternehmungen sich sehr solidarisch zeigen mit dieser Stadt und solche Projekte wie ein Kulturzentrum ermöglichen. Wenn die Architekten ins Spiel kommen, dann gebe ich das all gerne weiter, Adrian. Wir haben zum Beispiel von Fieder Hiss super Studien über die Gestaltung von Inseln. Die sind schon einige Jahre her. Aber damals war das kein Thema bei der Stadt. Da hätte man ja auch schon können, den so wertvollen Stadtraum in die Diskussion bringen. Aber es ist halt, bei uns ist immer so, es braucht irgendwann einen Zeitpunkt, dann erklärt man es, jetzt ist es reif. Aber warum das jetzt so ist, wenn man die Lösung nicht hat, weiss ich nicht. Ich gebe dem anderen recht, dass das zu lang liegen geblieben ist. Wir haben irgendwie seit 2008 oder 2009 einen parlamentarischen Auftrag. Und in Zeiten von Ressourcenknappheit haben wir das nicht angelenkt. Das ist relativ lang liegen geblieben. Und darum habe ich ja auch schon gesagt, ich bin überzeugt, dass die Zeit jetzt auch reif ist, für den Entscheid zu treffen. Das ist schon lange ein Thema. Und das Potenzial für die städtische Nutzung für die Bevölkerung, für Touristinnen und Touristen an dem Ort, euch zum Beispiel für SGV-Touristinnen vor dem Ankommen, nach dem Ankommen, das Potenzial ist sehr, sehr gut. Darum, auch wenn es jetzt der Stefan Schultes schon etwa zum dritten Mal oder zum vierten Mal wiederholt hat, die 3 Millionen Franken, die stellt er jetzt einfach in Raum. Es heisst ja überhaupt nicht, dass die ganzen Gartouristinnen und Gartouristen, die die SGV-Besuche wegbleiben, weil wir ja Anhalteplätze machen. Und noch eine kleine Replik, also im Stadtrat hat sich die Parteizusammensetzung nicht geändert. Gibt es eine weitere? Alle da. Also wenn ich noch die paar letzten Entscheide anschaue, es hat sich schon etwas geändert. Wenn man den Grossstadtrat immer, also haben wir eine Verschiebung, ich glaube, die muss man beipflichten. Und beim Stadtrat haben wir an einer ganz wesentlichen Stelle haben wir eine Vereinbarung, die gültig ist. Ja, es ist so, Adrian, es ist so. Ich kann nicht einfach sagen, nein. Es ist eine Million, die sich Private engagiert hat, um einen Beitrag zu leisten und sich wirklich. Ich bin kein Parkhausinvestor, wir haben einen Beitrag geleistet zur Diskussion. Es ist nur das, aber es ist auch im Stadtrat übrigens ein Wechsel stattgefunden. Wir haben heute einen Stadtpräsident, der sich damals zum Beispiel erklärtermassen gegen eine heutige Form von Realment ausgesprochen hat. Und das sind doch schon Zeichen, dass sich auch im Stadtrat, vielleicht nicht parteipolitisch, gebe ich dir recht, aber richtungsmässig doch schon etwas verändert hat. Marcel Zischler, ich habe eine Frage an Herrn Borgola. Man kann vom Lido bis in Schwarenplatz für sogenannte öffentlichen Raum nutzen, Begegnungszonen. Dahinter geht es auch um eine sogenannte Begegnungszone. Brauchen wir denn wirklich den Schotterplatz dahinter, wo eine sogenannte attraktive Begegnungszone soll sein in Zukunft? Ich frage mich,
mit Schatten von den Bäumen auf der einen Seite und auf der anderen Seite vom Gebäude, von dem hohen, nicht sehr attraktiven Gebäude. Brauchen wir noch mehr Begegnungsplätze? Jetzt kommt ja bald die Bahnhofstrasse, die dann auch eine weitere Begegnungszone soll werden. Und übrigens, wann kommt denn die Bahnhofstrasse? Also die Bahnhofstrasse kommt ab 2019, wenn wir die einfach umsetzen. Der Stadtrat ist aber überzeugt, im Vergleich zu anderen Städten haben wir die Chance, dass wir relativ viel Öffnung haben gegen See. Wir haben relativ eine unglaublich schöne Kulisse, das sind die Chancen, aber wir haben in der Innenstadt ziemlich wenig Platz und also Freiraum. Wir haben in den letzten Jahren den Freiraum aufgewertet, zum Beispiel im Helvetiaplatz extrem genutzt, im Vögeligärtli extrem genutzt, im Inseli extrem genutzt, im Mülliplatz extrem genutzt. Das sind auch Bedürfnisse von der Bevölkerung. Bezüglich Schattenwurf bin ich bei den leider zunehmenden Klimaerwärmung sind die Leute vielleicht noch froh, dass sie im Sommer unter den Bäumen sitzen und ein bisschen Schatten haben. Also dieser Platz hat mit der Nähe zum See natürlich unglaublich gute Qualitäten. Und der Stadtrat ist überzeugt, wir haben eine Verdichtung in der Innenstadt, wir wollen das auch, wir wollen nicht nur zusätzliche Landschaft verbrauchen, wir haben dichtere Besiedlung, zum Beispiel im Triebschen Quartier. Wir haben nachweislich jetzt auch gerade in der Innenstadt mehr Wohnplätze, überdurchschnittliches Wachstum in der Innenstadt und an der Stadt, am Stadtrand, dort wo Neubaugebiete sind, gleiches mit Arbeitsplätzen. Also die stadträtliche Politik kann nicht so schlecht sein, wenn das ja wirklich funktioniert. Also mehr Wohnplätze, überdurchschnittlich, mehr Arbeitsplätze, überdurchschnittlich. Und das ist auch das, was ich dann nicht verstehe, wenn dem Stadtrat dann einen Frontalangriff auf Wirtschaft und Tourismus da vorgeworfen wird. Heute Abend nicht, aber auf den Flyer. Oliver Michael, ich hätte eine kleine Frage, und zwar vom Verkehr. Er hat jetzt eigentlich noch gar niemand. Das heisst, gar tun sie hier parkieren, also letzte Mal tun sie hier parkieren und bleiben da. Nachher tun sie noch nicht die Leute ausladen und dann werden sie irgendwie die Almend hintergeschickt, dann haben sie das Lido hintergeschickt und. Wenn ich am Abend in die Stadt hineingehe oder unter dem Tag, habe ich jetzt schon das Problem mit meinem Auto, dass ich überhaupt nicht mal durchfahren. Ich muss dort warten. Und jetzt plötzlich fahre ich gerne noch umeinander, dann gibt es ja noch mehr Verkehr. Was möchtet ihr da dagegen? Das ist richtig, das wollte ich auch nicht wegdiskutieren. Das Konzept Anhalteplätze zentral und dezentrale Parkierungsplätze, das gibt ein bisschen mehr Verkehr. Ich muss aber sehen, dass der Gar ist ein sehr flächeneffizientes Verkehrsmittel. Der transportiert auf etwa 15 Meter 50 bis 60 Personen, wenn er voll ist. Das ist die gleiche Fläche, die man im Pendlerverkehr für etwa 3 Auto mit durchschnittlich 1,1 Personen besetzt, also für 3,3 Personen zur Verfügung hat. Also wenn wir, und im Gesamten auf der Seebrücke ist der Gar in der Spitzenzeit 2-3% vom Verkehrsaufkommen. Also wenn wir ein Problem haben mit der Verkehrsmenge, dann haben wir es garantiert nicht bei der Gar. Aber Sie haben recht, es gibt ein bisschen mehr Verkehr. Das ist so. Aber die Flächeneffizienz ist schon dann, wenn der Gar voll ist. Und es wäre natürlich ideal, wenn er das Ziel fahren und vom Ziel wieder voll wegfahren. Weil die Leerfahrt, die ist nicht effizient. Dort ist eine tatsächliche Blechkiste, die leer unterwegs ist. Aber zum Glück sind die Leerfahrten, die sind ja nur zwischen Anhalteplatz und Zwischenparkierung. Also insgesamt, der kommt ja vielleicht von Interlaken oder vom Mailand oder so. Insgesamt ist das eine kleine Fläche. Also das Verkehrsmittel ist recht flächeneffizient. Also wenn wir eine ähnliche Auslastung hätten, zum Beispiel im Autoverkehr, hätten wir noch ein Problem in der Stadt Luzern, im Verkehrsbereich. Aus logisch nachvollziehbaren Gründen über eine neue Bus-Hub in Emmen führen. Und du weißt selber, was für Widerstand das beim ÖV-Benutzer auslöst. Also das Umsteigen vom flächeneffizienten Verkehrsmittel aufs flächeneffiziente Verkehrsmittel, das löst gewaltige Widerstände aus. Es ist eben, wenn es ein flächeneffizientes Verkehrsmittel ist, dann macht es einfach Sinn, das möglichst nahe ans Ziel hinzuführen. Genauso wie wir ja auch bei unserer Verkehrsplanung ja offenbar zum Schluss kommen, dass
alles auf dem Bahnhofplatz muss geführt werden. Und dass wir mit den gleichen Kreisen, aber ja, wo jetzt sagen, der Gar muss raus, genau die Diskussion eben im anderen Lager führen, wo wir sagen, nein, es muss eben mit der Peripherie. Oder die Leerfahrten, die Sie zu Recht angesprochen haben, das ist ja nur ein Problem, die Leerfahrt. Das andere ist einfach auch noch das Praktische. Sie müssen dann im Almendossen oder irgendwo in dem Verkehrshaus relativ minutenscharf wissen, wie lange Sie brauchen. Sie haben vorhin gesagt, es sei mit Ihrem Auto schon schwierig. Sie müssen relativ minutengenau wissen, wenn Sie dort abfahren, dass Sie dann hier die Gruppe einladen können. Sie haben dann nur einen kurzen Moment Zeit, Sie dürfen dann nicht parkieren. Das ist dann ein Anhalte, ist ja nur ein Anhalteplatz. Und wehe, die Gruppe hat 10 Minuten Vorsprung oder Rücktour. Das ist einfach nicht praktikabel. Eine weitere Frage? Der Titel müsste eigentlich heissen Inseli, Karpatz, SBB. Und der Grund, warum ich das so sage, das Inseli, die Grünflächen jetzt, sind wunderbar abgegrenzt durch den Baumbestand. Und dort hinten, diesseits Millionen reingehauen, das freut hauptsächlich. Sorry, ich muss so sagen, die Hundebesitzer. Der Platz ist ein Zwilling von der SBB. Dort wird umgestiegen von der ganzen Region in die Garreise ein- und ausgestiegen. Jetzt aber, wenn man genau anlässt in Bern, zwitschert die Spatzen schon längere Zeit ab den Dächern. Durchgangsbahnhof wäre schön. Aber Kosten-Nutzen laufen aus dem Ruder. Und wer heute Radio gehört hat, hat auch gehört, das heisst, ja, wir prüfen das. Und wenn ein Politiker sagt, wir prüfen das, könnt ihr heimgehen und der Frau sagen, oh, der ist gestorben. Da müsste man jetzt eigentlich das Ganze anschauen. Man müsste die Gleise verlangen, mit der SBB zusammen, mit den verschiedenen Projektleitern, die wir hier haben, die andere Sachen wollen. Das Gleis überdachen, Zufahrt signalisiert ab Luzern Süd, Viehverteilung durch VBS, Kleinbus, Elektrobus, Hybridbus in die Altstadt, müssen sogar die Grünen Freude haben. Und dann sollte man. Jetzt habe ich den Vater verloren. Ja, eben. Da sollte man eben jetzt schauen, dass man vielleicht dort könnte aktiv werden könnte, wenn das sollte gestorben sein, wenn das so stimmt, dass man dort die ganze Kraft auf das legt, dass man dort überdacht. Weil das Projekt bei der Ausführung wird den Verkehr in der Stadt Chum in keiner Weise tangieren. Und das Projekt sauft bei Hochwasser auch nicht ab. Gut, Das können wir weiter. Gut, René Wicker. Mich hat ein bisschen überrascht, dass da die Diskussion als Podium hat sich plus minus eine Stunde über die Garparkplätze unterhalten und etwa 10 Minuten über Mers und den Luna Park. Interessanterweise, und das ist jetzt meine Frage an Gegner, interessanterweise wird man aber mit dem Luna Park auf dem Plakat. Ist mir klar, warum man das macht. Man das macht. Ist auch ein bisschen sympathischer. Man kann ja nicht mit dem Garparkplatz werden. Weil es ist logisch, in Luzern sind gar nicht besonders beliebt. Wir sind uns alle darüber im Klaren, dass der Tourismus einen maßgeblichen Teil der Wertschöpfung bringt. Aber noch längst nicht alles. Oder? Das ist nicht das Wichtigste. Ich war diese Woche in Interlaken. Da habe ich etwas ganz Interessantes festgestellt. Interlaken ist rund ums Zentrum herum zugepflastert mit Garfahrverbot. Also etwas. Interlaken ist auch wie zu Luzern, hat etwa das gleiche Publikum, ist ja auch übrigens auch voll Uhrenläden und und. Also es würde mich interessieren, warum wird man mit dem Mess, aber thematisieren tut man jetzt gar Parkplätze. Und jetzt noch etwas Letztes. Es ist jetzt wahrscheinlich 40 Jahre seit, und es ist manchmal nicht schlecht, wenn man älter ist. Da ist es darum gegangen,
der Rothaus G, die Parkplätze auf dem Rothaus G aufzuheben. Da sind die Gastronomen vom De Balance über Chef, Festeren, bis auf ins Deshalb sind Sturm gelaufen. Sie haben schon bereits den Ruin vor sich gesehen. Können Sie heute in einem so einem Gastronom sagen, wir wollen jetzt dort wieder Parkplätze machen? Denen ist ja sogar der März ein Dorn im Auge, weil sie dann am Samstag und am Dienstag ein bisschen später können aufmachen können. Soweit das, was ich fragen möchte. Herr Bachmann, soll mit dem sympathischen Mess werben und über Parkplätze reden? Also moderiert hat heute der Herr Knobel den Vorwurf, den tue ich nicht auf mir sitzen und wir werden selbstverständlich nicht mit dem Mess und die anderen unattraktiven Themen aussen vor lassen. Es sind Plakatkampagnen geschaltet, wo alle die Punkte ansprechen, wo selbstverständlich auch das wirklich unattraktiv darstellende Thema vom Gartourismus aber ganz offen benennen. Also der Vorwurf prallt bei mir wirklich ab. Es sind alle Themen, die wir vertreten, sind auch in der Kampagne drin, super dargestellt. Es ist keins mehr gewichtet als das andere. Und ich darf Ihnen einfach sagen, es ist selbstverständlich auch auf der Gegenseite. Gibt es zum Teil Leute, die mit Argumenten von anderen nicht so einverstanden sind, aber mir ist die Gesamtaussage ist mir einverstanden, wo man Position bezogen hat. Und vielleicht noch abschließend dazu, es ist ein Teil politisch vom Komitee, es sind sämtliche Wirtschaftsorganisationen dabei, es ist Luzern Hotels dabei, es ist die SGV dabei, es ist der Tourismus ist dabei, also Einseitigkeit, dass wir Themen, die kontrovers diskutiert werden, weil die Stadt sind hier nicht traut, die ansprechen. Das ist mit mir nicht dabei. Besten Dank, ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, die Rednerbeiträge bemessen sich noch ein Melaningehalt in den Haaren. Daher bin ich froh, dass ich jetzt auch noch drehen kann. Bin. Und ich hätte eine Frage an die Vertretung von einem Teil der Luzerner Wirtschaft. Und zwar habe ich jetzt vor allem von der Befürworterseite sehr viele Vorschläge und quasi Statements und Commitments gehört, dass man für eine Lösung von der Insel, für eine Umsetzung von der Inselinitiative möchte einsetzen, die für die Luzernerinnen und Luzerner und für das betroffene Gewerbe aufgeht. Auf der Seite der Gegner habe ich jetzt leider nur eine pickelharte Opposition gehört, wie das auch schon bei der autofreien Bahnhofstrasse der Fall war, dort nicht gutiert worden ist vom Volk und wie fast eine Störung drückt hat, fast ein bisschen mehr wahrscheinlich auf eine Kränkung von der letzten Grossstadtrats- und Stadtratswahlen zurückzuführen ist. Jetzt meine Frage, die Sie hoffentlich aus Vollem schöpfen können. Sie haben sich jetzt immer müssen verteidigen gegen die Inselinitiative. Was sind Ihre konkreten Vorschläge, wie man den offensichtlichen Wünschen, die in der Stadtbevölkerung noch mehr Freiraum und Grünfläche bestehen, kann miteinander gehen lassen mit der Anspruchshaltung von Betroffenen und Gewerben? Also ich nehme ein Beispiel, das Markus Schultes gebracht hat. Wir sind nicht nur die, die das Gefühl haben, wir müssen mit dem Auto neben dem Kassenterminal parkieren und wir werden unsere Umsätze so machen. Wir engagieren uns durchaus auch mit Brain und nicht mit Beto. Wir haben damals beispielsweise, wo es um die Aufhebung gegangen ist, von Parkplätzen in der Neustadt innen, uns sehr stark engagiert. Das ist übrigens auch wirklich ein vorbildlicher partizipativer Prozess, den die Stadt damals geführt hat. Es ist auch hier, es ist nicht einfach, wenn Sie als Interessenvertreter von der Wirtschaft sind, dann vertrete ich jetzt halt einmal die Interessen von der Wirtschaft, dann stehe ich auch zu dem und dann liegt mein Fokus auf dem. Es ist nicht einfach, dann nachher die weniger attraktiven Themen wie Parkplätze an die Frau und am Mann zu bringen. Und gleich muss irgendjemand muss das machen. Hier haben wir es geschafft, hier haben wir uns, ich denke, vorbildlich engagiert und wir haben auch einen guten Kompromiss erreicht.
wo übrigens dazu wird führen, wenn gebaut wird am Bundesplatz, als zusätzlicher Parkplatz gebaut werden. Ob dann das wieder bekämpft würde von gewissen Lagern, da bin ich gespannt, ob dann alle Seiten sich an den Kompromiss von damals halten. Dann nehme ich das Beispiel von der Bahnhofstrasse, der Vorwurf prallt uns ab. Die Cityvereinigung hat sich damals nicht gegen die Bahnhofstrasse gestellt. Es ist so, es ist auch in unserem Lager, es ist nicht immer Einigkeit, es ist übrigens auch in der Demokratie auch nicht notwendig, dass das so ist. Wir haben uns damals nicht gegen die Bahnhofstrasse gestellt und wir haben uns auch da bei diesem Projekt eingegeben und glaube ich, jetzt hat man einen guten Kompromiss, der diesen Anliegen gerecht wird, hat man gefunden, und wir nachher als B&H reinbringen. Also ich sehe nicht, dass wir einseitig da würden, Anliegen, die die Bevölkerung bestellt, nicht berücksichtigen. Und vielleicht das Letzte noch, also ich habe auch zwei Kinder, bin auch in der Stadt Luzern aufgewachsen und ich habe das Urinteresse, denen eine intakte Stadt Luzern zurückzulassen. Also ich habe nicht das Bedürfnis, hier eine Verkehrsinfrastruktur einzupflanzen. Das ist nicht meine Absicht, aber auch nicht die von der Cityvereinigung, auch nicht die vom Wirtschaftsverband. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Ich würde vorschlagen, dass wir eine letzte Frage noch. Dann wären wir da. Darum, Theodor ist mein Name. Ich habe keine Frage zu den Parkplätzen, aber auch keine Frage zum Schotterplatz, sondern ich habe einen Tipp, das ist an der Pergola. Er soll das gut aufpassen. Vielleicht könnten wir in Zukunft solche Diskussionen, wenn wir sie für Topic haben, hier, sind zwar interessant gewesen, aber vielleicht könnten wir es auch vermeiden. Wir wissen, wie kurz der Text ist von der Initiative. Wir haben das gehört, heute am Abend. Das war in Form von einer allgemeinen Anregung. Ich hätte jetzt vom Stadtrat erwartet, als er gesagt hat, gut, ihr wollt etwas, wir schlagen euch das und das und das bis dann und dann vor und nachher gestern darüber die entsprechende Abstimmung. Ich glaube, dann wäre vieles, vieles einfacher, als was wir jetzt heute für eine Situation ist. Ich nehme das selbstverständlich mit. Das ist immer so, Herr. Das heisst, es ist immer so, dass sich der Stadtrat wirklich sehr, sehr sorgfältig überlegt. Das merkt man vielleicht gegen aussen nicht, dass der Stadtrat sich immer sehr sorgfältig überlegt, wie er mit Bevölkerungsanliegen umgeht. Und das ist ja da auch eine Schwierigkeit jetzt mit der frühzeitigen Kommunikation. Und ich zugebe, ist jetzt so mit vis-à-vis von der SGV nicht optimal gewesen. Aber es ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn wir mit allen einbeziehend und dann ist es halt einfach dann irgendwann die Haltung vom Stadtrat bereits draussen, oder? Und wir müssen eigentlich eine Entscheidungsfindung machen. Das ist nicht ganz so einfach, aber wir haben ja bewiesen, dass wir in anderen Fällen durchaus zum Beispiel Gegenvorschläge gemacht haben. Bei der Initiative zum Beispiel von den Jungen Grünen haben wir gesagt, das ist jetzt nicht zweckmässig, machen wir einen Gegenvorschlag. Das ist immer eine der Möglichkeiten, ablehnen, Gegenvorschlag machen oder in der Initiative zustimmen. Da hat sich jetzt der Stadtrat für Zustimmung mit Überzeugung ausgesprochen. So, danke. Ich danke Ihnen für die ganz interessanten Fragen. Und ich danke ebenso unseren vier Gästen für die engagierten Diskussionen heute Abend. Und ich würde sagen, gehen Sie abstimmen. Aufruf. Und André Bachmann, wenn Sie noch eine offizielle Verabschiedung machen. Also ich danke auch der Luzerner Zeitung, Herr Knobelmässig, fürs Moderieren heute Abend. Ich danke Ihnen allen fürs Kommen. Ich finde, es ist wertvoll. Ich finde, die Fetzen müssen ein bisschen fliegen. Wir sollen die Argumente hören, die man hat. Das ist ja eben das Glückliche an unserer lebendigen Demokratie. Und wir dürfen uns über auch einige Themen unterhalten. Es ist mir viermal oder zehnmal lieber wie der Stuttgart 21, wo man dann nachher einfach akzeptieren kann, was die Obrigen entschieden haben. In dem Sinne schließe ich mich an Ihnen, Herr Knobel. Ich bitte wirklich alle, gehen Sie abstimmen. Tun Sie Ihre Nachbarinnen und Nachbarn auffordern, das auch zu machen. Ich bin der Meinung, es braucht ein klares Resultat. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn das jemand aus dem Gegenkomitee sagt. Es ist mir noch
fast wichtiger, dass es ein klares Resultat gibt, weder wenn es so ein halbes Resultat gibt und dann auch sogar auf unsere Seite geht. Und dann glaube ich, da haben wir einmal mehr einen Haufen Verlierer in dieser Stadt drin, wo die wollen auch berücksichtigt werden. Und die gehören auch zu dem Insel für alle. Und das ist der Hauptpunkt, den ich finde, den wir heute haben. Wir haben eine intakte Infrastruktur, einen Lebensraum, wo Urbanität stattfindet, wie, glaube ich, nie in der Zentralschweiz. Und den möchte ich erhalten. In dem Sinne, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Ich möchte ganz herzlich danken, jetzt nicht in meinem Co-Partner davor, für seine Argumente, das selbstverständlich auch. Ich möchte der SGV ganz herzlich danken sagen. Die Location ist ja auch ein Commitment, dass es hier um die Sache geht, die hier vorne stattfindet. Also in dem Sinne herzlichen Dank, dass wir das Schiff für Tobi dürfen für das brauchen. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Heimkehr und einen guten Entscheid. Danke vielmals.